Ja, herzlich willkommen bei diesem Blender-Tutorial. In diesem Blender-Tutorial soll es um die Simulation von blinkenden Leuchten oder Lampen gehen. Und dabei wird nicht ein einziger Keypoint benutzt oder benötigt. Ich nutze eine andere Technik, die meiner Meinung nach sehr gut dafür geeignet ist und sich auch sehr einfach animieren lässt oder in der Frequenz ändern lässt. Okay, fangen wir kurz an. Ich konstruiere eben eine LED, so ein LED-Lämpchen. Das machen wir jetzt, so ein altes LED-Lämpchen, wie man die von ganz früher kennt. Da erzeugen wir ein Mesh, und zwar einfach eine UV-Sphäre. Das ist die. Gucken uns von der Seite an, gehen kurz in die Drahtmodellansicht, Edit-Modus, und dann löschen wir einfach den Part hier unten raus. Den können wir Delete Vertices. Schon haben wir nur noch diesen oberen Bereich. Und da markieren wir das und skalieren das jetzt einfach in der Z-Richtung ein wenig hoch, weil so sahen die damals aus. Und wenn wir das hier oben gucken, gehen wir wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Das können wir als LED nehmen. Wir gehen mal wieder in die Seitenansicht, und zwar machen wir hier unten noch einen Sockel dran. Wir selektieren das, extrudieren das ein bisschen in der Z-Richtung nach unten, dann skalieren wir das einfach und extrudieren das Z, und dann machen wir da einfach ein F, dann ist das da unten zu. So, das wäre jetzt die LED. Dann setzen wir die natürlich auf Smooth, und hier sagen wir Autosmooth, Winkel, sage ich mal 40 Grad. Und das wäre jetzt die LED. Jetzt bekommt die zwei Materialien. Einmal ein Material, das nennen wir mal, ich mache erstmal eine rote LED, also R. Und dann gebe ich der eine Bezeichnung dahinter, dem Material, und zwar 01. Und dann machen wir die LED ruhig rot. Und die hat nur, die ist ja ausgeschaltet, die ist dunkel. Und dann machen wir hier einen zweiten Materialslot. Machen wir auch ein Material. Das ist jetzt irgendein dunkler Kunststoff. Also machen wir es schön fast schwarz. Und wir gehen hier ins Modell, drücken einmal die Steuerung Plus. Nochmal, das möchten wir gerne mit diesem Material erzeugt haben. Wir gehen auf Assign, und dann haben wir die LED da oben und da unten das Schwarz. So, dann haben wir da nicht nur eine von, sondern machen wir jetzt eine Reihe von diesen LEDs. Und zwar, die schieben wir jetzt, also Shift D, X, und was haben wir da? Machen wir mal 4. Shift D, X, 4, Shift D, X, 4, Shift D, X, 4, 1, 2, 3, 4. Einmal 6 Stück, machen wir 8 Stück davon. Und die haben jetzt im Moment natürlich hier alle nur das Material R01. Und dann gehen wir hier hin, machen eine Kopie von dem Material, und das nennen wir R02. Und da machen wir wiederum davon eine Kopie 03. Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 7, und noch einmal die Nummer R08. So, gehen wir die mal eben durch, ob wir es auch überall richtig gemacht haben. 6, 5, 4, 3, 2 und die 1. Das haben wir hier. Und dann machen wir Folgendes. Das hätte ich auch direkt am Anfang machen können. War eigentlich doof, aber wir gehen auf diesen Emit hier, drücken die rechte Maustaste, sagen Add Driver. Und das sagen wir nun bei jedem. Das hätte ich am besten vor dem Kopieren gemacht. Add Driver. Add Driver. Nummer 4. Add Driver. Nummer 5. Add Driver. Nummer 6. Add Driver. Nummer 7. Add Driver und die Nummer 8. Add Driver. Das war erstmal die Vorbereitung. Jetzt eine wichtige Sache ist, wir müssen, wenn wir mit Drivern arbeiten und mit Scripted Expressions, dann muss, wenn wir die Sachen wieder laden, werden Python-Skripte geladen und das muss aktiviert werden, dass das überhaupt erlaubt ist. Das macht man in den User Preferences. Und zwar einfach im Punkt File, da muss hier dieses Häkchen sein, bei Auto, Run, Python, Scripts. Und dann geht man auf Save User Settings, dann ist das beim nächsten Mal auch gestartet. Und jetzt können wir schon mit den Drivern anfangen. Beziehungsweise, jetzt kommt das, wie bringe ich die ans Blinken? Ich habe mir da Folgendes überlegt. Ich konstruiere auf einem anderen Layer, konstruiere ich einmal eine Fläche. Die schiebe ich ruhig hier unten hin, mache die ein bisschen größer, so. Und dann konstruiere ich noch eine Fläche und die schiebe ich auch hier hin, skaliere die ein bisschen, so. Schauen wir das von der Seite an, bewege diese Fläche ein bisschen hier hoch, dass die da drüber liegt und dann geben wir der hier noch ein Material, was weiß ich, blau, dass man die gut unterscheiden kann. Und hier nutzen wir jetzt Physik. Physik und die Fläche hier, da sagen wir, das ist passiv, das ist in der Fläche, bleibt also einfach stehen, ist ein passives Physikelement und das hier ist ein aktives Physikelement. Und was man am besten auch noch gemacht hätte, das machen wir jetzt mal eben, Object, wir clearen, Clear Transformation oder Location, machen wir auch noch Object, Clear Location, markieren die beide, jetzt haben wir die beide, bewegen die beide hier unten hin und bewegen nun das. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich gemacht, wenn ich die jetzt verbinde. Ich sage also, du bist damit verbunden, Connect mit einem sogenannten Piston. Und dann habe ich da direkt ein Empty-Element. Das muss ich jetzt nur noch in der Y-Achse um minus 90 Grad, könnte auch 90 sein, bewege ich das, dass die X-Achse senkrecht steht, weil das soll sich ja drehen, dieses blaue Element. Und dann haben wir hier in den Physikeinstellungen hier unten die Limits und da müssen wir jetzt sagen, dass die X-Achse, dass die also fixiert ist und da machen wir minus 0.01 und 0.01 als Minimum und Maximum und wenn man das jetzt sieht, dann sieht man, bewegt es da oben kurz, aber es bleibt halt so stehen. Dann machen wir dasselbe nochmal. Die beiden Connect und da wählen wir aber jetzt den Motor. Das ist der. Y, den müssen wir auch um minus 90 Grad drehen. Und dann haben wir hier auch schon den Motor und der ist ein Angular-Motor, der hat eine Geschwindigkeit und einen maximalen Impuls, den können wir ruhig mal auf 500 setzen. Und jetzt sieht man schon, ach, siehe da, das dreht sich da oben drauf. So, dann können wir hier die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. Jo, lassen wir das mal so bestehen. Dem geben wir einen vernünftigen Namen, den wir leicht wiederfinden. Und da wähle ich jetzt hier einen Wert 000 001. Ja, wie nennen wir das Ding? Ja. Ist eigentlich eine Scheibe. Aber ach komm, nehmen wir es durch. Plane. Das ist eine Plane. Also diese Fläche dreht sich da oben. Jetzt machen wir hier wieder die Aufsicht. Da haben wir unsere LEDs. Das Ding hier, das können wir eigentlich ausblenden. Wir blenden diese Folie aus. Die soll auch gar niemals gerendert werden. Die ist nur zur Steuerung der Lichteffekte. Und jetzt markieren wir dieses Element hier mit dem R01 und gehen hier in die Ansicht, in den Graph-Editor. Hier unten stellen wir das Ganze um auf Drivers und dann haben wir hier unser Material und da den Emit, das ist das Teil, wo eben der Driver dranhängt. Einmal die Taste N drücken, geht dieses Menü hier auf und wir haben hier eine Variable var definiert, die können wir auch eigentlich immer so lassen, weil die gilt nur für dieses Element. Er nimmt automatisch immer var, ich lasse das immer so stehen. Und hier haben wir die Scripted Expression, wo wir gleich was reinschreiben müssen. Dann müssen wir hier festlegen, wovon soll denn diese Variable var abhängig sein. Die soll abhängig sein von 001 Plane. Und zwar von der Z-Rotation. Z-Rotation. Und jetzt kommt hier eine Expression rein. Und wenn man sich so ein bisschen mit Physik auskennt, weiß man, dass für bewegte Bewegungen eigentlich der Sinus eine ganz gute Sache ist, um da etwas von abzuleiten. Also wir sagen jetzt, okay, wir geben da den Sinus von der Variable var. Und wenn der größer 0,5 ist, soll das, dann wird das 1 und sonst wird es 0. Und wenn wir jetzt das laufen lassen, dann sieht man hier, schau mal an, da blinkt diese Leuchtdiode. Und wenn wir jetzt diesen Punkt größer 0,5, wenn wir da 0,8 nehmen, dann blinkt diese Leuchtdiode kürzer. Und jetzt machen wir was Ähnliches auch in den weiteren bei den weiteren Leuchtdioden. Da machen wir wieder, wir wollen diese Fläche haben, die Z-Rotation und Scripted Expression Sinus. Da machen wir wieder var. Da schreiben wir jetzt +0.1 größer 0.8 hatte ich da, glaube ich, genommen. Ne? Können wir gucken, Sinus var größer 8, Sinus var +0.1 größer 8. Hier machen wir das nochmal. Da machen wir wieder die Plane, Z-Rotation, Sinus var +0.2 größer 0.8. Und noch einmal dasselbe von der Plane, die Z-Rotation und hier Sinus von var +0.3 größer 0.8. Ja, ist größer 0.8. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Sinus. Ah, da ist ein eine Klammer dahinter gerutscht, die da nicht hin soll. So, man kann immer hier gucken, da haben wir +0.2 größer 0.8, 0.3 größer 0.8, dann wird das hier 0.4. Das heißt, wir können das schon mal schreiben. Sin var +0.4 größer 0.8. Das war 0.3, das ist 0.4 und dann müssen wir hier natürlich wieder das Richtige auswählen. Die Fläche und die Z-Rotation. Nächster +0.5 kommt dahin. Also Sinus war +0.5 größer 0.8. Und da machen wir noch einen Sinus war +0,6 größer −0,8. Die Fläche Z-Rotation. Habe ich das da überhaupt gemacht? Ne, da habe ich es nämlich nicht gemacht. Also die Fläche und Z-Rotation. So. Da haben wir es gemacht. Der ist Punkt 6 und der wird dann noch der letzte, der Mohikaner, mit und Sinus war +0,7 größer −0,8. Und dann machen wir das auch hier, die Fläche und die Z-Rotation. Und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Wir können hier schon mal wieder rausgehen, können uns das hier so anschauen. Und dann sieht man, ist so ein Lauflicht. Und das Nette ist jetzt, dass dieses Lauflicht, wenn ich jetzt die Ebene 2 wieder anmache, da dreht sich das Teil und da habe ich ja auch den Motor hier. Beziehungsweise müssen wir schauen, was davon der Motor ist. Das ist der Motor. Den benennen wir auch direkt um in 001 Motor, damit wir den hier auch gut wieder finden. Und der hat ja hier in der Physik hier eine Geschwindigkeit und den kann ich jetzt auf 8 setzen zum Beispiel und dann läuft dieses Lauflicht entsprechend schneller. Und da kann ich aber auch das bei 0 beginnen lassen. Jetzt würden wir schon Keypoints benutzen, aber nur für die Steuerung der Geschwindigkeit. Das heißt, ich lasse hier das bei 0 beginnen. Dann gehen wir zu Bild Nummer 100. Da setzen wir das auf die Geschwindigkeit 8 und machen einen Keypoint. Und dann gehen wir zu Bild Nummer 250 und da machen wir hier Frequenz von 4. Wir fahren einmal zurück und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt fängt das langsam an. Wird schneller und wird dann wieder langsamer. Jo, jetzt, was kann man noch machen? Also, jetzt haben wir ja hier diese Leuchtdioden. Natürlich kann ich die jetzt einfach markieren und kopieren und ich drehe die. Dann stellen wir das hier auf den 3D-Cursor. Ja, das machen wir da -90 Grad und dann gehen wir das in der Y-Richtung noch um 4 war das nach oben. Will man Leuchtdioden mit einer abhängigen Frequenz, also einer höheren Frequenz laufen haben, dann geht man einfach her, geht auf das Material, zum Beispiel hier R02, dann machen wir hier ein neues Material. Dann nehmen wir jetzt mal B, auch ruhig G01. Haben wir das Richtige genommen? Jo. Dann stellen wir hier noch die Farbe um auf grün. Da wählen wir jetzt hier jeweils für diese Lampen aus. Damit wollen wir es erstmal belassen. Ich will jetzt nicht wieder alle machen. So, da haben wir die 01. Die sind jetzt alle auf demselben Wert. Dann gehen wir zu der hier, machen eine Kopie G02, eine Kopie G03, eine Kopie G04 und eine Kopie G05. Ah, das war irgendwie falsch. Mal gucken. Das ist eigentlich G01, G02, G03, das ist G04 und dann ist das hier, also Kopie machen, G05. So, dann gehen wir wieder in den Graph-Editor, haben hier die, den Driver für diesen G04, aber gehen wir hier in die Ansicht. Ja, das verstehe ich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Kopieren, G01. Irgendwas. 2, 3, 4, 5. Jo, jetzt stimmt's. So. Und jetzt gehen wir hier auf diesen Driver. Und da haben wir die Scripted Expression. Und da machen wir einfach ein var mal 2. Und hier machen wir ein var mal 2 Pluspunkt 1. Da machen wir ein var Pluspunkt 2. Da haben wir das Punkt 1. Dann machen wir hier ein minus var mal 2 Pluspunkt 3 und da machen wir ein var 2 plus Punkt 4. Mal eben gucken, da ist Punkt 3, da ist Punkt 4. Okay, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann blinkt das da mit der doppelten Frequenz. Wie dieses, einfach indem ich da einen Multiplikator eingesetzt habe. Und auf die Art und Weise kann man sehr hübsch Lauflichter etc. Erzeugen, also Sachen, die oszillierend blinken, und kann die auch in der Geschwindigkeit, in der Frequenz sehr einfach animieren. Will man diese verhindern, dass diese Elemente hier überhaupt jemals gerendert werden, dann macht man da ein, soll nicht gerendert werden, und hier bei dieser Plane, die haben wir da, da machen wir das auch. Dann werden die auf alle Fälle niemals gerendert. Und wenn ich das jetzt mal hier durchfahre, so, sagen wir jetzt einfach mal, ich mache die Folie auch an, wo das Licht an ist, und dann kann man das auch rendern. Und dann sieht man auch, die sind also hell und die ist halt, die sind dunkel. Okay, das soll es auch schon gewesen sein, beziehungsweise wir können das natürlich auch noch in einer hübscheren Ansicht machen. Gehen wir hier mal in die Top View. Da haben wir hier so ein, da habe ich so ein Look-at-Element, das können wir jetzt schön hier in die Mitte setzen und das können wir dann hat man da eben die Leuchte und könnte das jetzt auch eben schön rendern lassen. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch da einen neuen Impuls gegeben, wie man eben Lichteffekte in Blender rendern kann, erzeugen kann, eben hier solche, durch solche LEDs. Die kann natürlich wesentlich hübscher aussehen, aber über den Emittwert kann man das ganz locker machen, dass man die eben an- und ausschaltet. Und wenn man das mit den Treibern macht und mit solchen Steuerelementen, die über die Physik ganz einfach ihre Rotation bekommen, dann braucht man nicht mit Keypoints arbeiten und kann wesentlich angenehmer eben Geschwindigkeiten, Blinkgeschwindigkeiten etc. steuern. Alles klar, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Ciao!